Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Arsch. Wir sind Schweinen hier Wasser. Schon alles. Gut, wir haben genug Wasser, ne? Hat gereicht. Jetzt haben wir es an 4 Stellen und geben auch noch Futter. Und dann sehen wir zu, dass wir die eigenen Felder noch gedüngt kriegen. Ja, ich glaube, die Hopfenfelder müssen noch gemacht werden, das wären 3. Unser Maisfeld, mal sehen, ob das schon gewachsen ist. Und da aktuell auf Weizenfeld noch einer steht, denke ich mal, dann muss der Rest auch noch gedüngt werden. Und da werden wir das Heu näher holen von der anderen BGH, denke ich, dann tun wir drum. Das werden wir dann entsprechend holen und dann. Und dann Mischfutter herstellen. Die Silage, die wir haben, gleich bei zu. Den Punkt wählen, treffen hier. Ja, die brauchen nicht viel. Das sind noch Ferkel, glaube ich, die ersten. Und hier ein bisschen größer hier schon, ne? Wird auch bald entsprechend Schlachtreihe sein. Und hier ist voll. Da hatte ich beim letzten Mal faul gemacht und dann verkauft. Und dann ist das Futter auch wohl längere Zeit noch drin. Ich wollte ein bisschen mehr. Das ist okay. Wahrscheinlich war das hier größere Tiere drin. Kurz reingucken. Nö. Alles grün, das passt. Oh, Gülle. Milch, 170.000, kommt die alle her. Kälber haben wir. Oh, so viele Kälber. Wahnsinn. Das sind alle unsere Nachwuchsränder. Und hier ist so ein Bulle. Beute. So, Schweine, Stall Nummer 1, knappe 100 Kilo, oh, 120 Kilo, das sind die schweren Batzi. Alter 0,4. Erwachsen, ja, oh, gibt noch diese Tiere, oh je. Die müssen wir jetzt demnächst mal, also Stall Nummer links ist voll. Also da, der nächste ist auffällig. Da kann ich fahren, oh je. Da wird der Schlachter wieder freuen, dann kann er schon machen. Der ist noch nicht so weit. Einer vielleicht. Also zwei Ställe müssen komplett leer gemacht werden und Kühe müssen umgestaltet werden. Und Milch muss verkauft werden. Viel Arbeit. Dann können wir gleich mal um die Milch kümmern. Also. Die fahren so einen globalen Markt. Ich habe ihn nicht aktiviert. Ach ja, je. Naja, dann fahren wir mal. Dann muss man einen Server aktivieren im globalen Markt. Dann geht's. Aber sonst geht's nicht. Das Futter fahren wir jetzt mal in Lager wieder rein. Und dann schauen wir gleich nach dem. Mit Düngeaufgaben. Ne? Also hier. Die Wiesen sind ja schon gewachsen. Da geht nichts mehr. Auch wenn das sein müsste, glaube eher nicht, aber düngen auf den eigenen Feldern geht noch, bis auf Stroh, also Weizen ist ja schon mittlerweile, das reicht aber nochmal, das braucht nicht mehr. Normalerweise hat der Lapp
Mach leer. Müsste ich normalerweise auflösen, die Ballen, Palette. Normalerweise. Das ist schon normal, ne? Gut, da kippen wir mal rein. Das macht der Reine. Und jetzt fahren wir ganz kurz rüber zu unseren Düngeaufgaben. Hier ist, glaube ich, fertig gewesen. Mal gucken, mal ganz kurz. So, 19. Da geht nicht mehr. Da waren wir vorbei. Die beiden müssen noch gemacht werden. Der ist fertig. Okay, dann können wir da rein. Und da auch gleich den Helfer fahren. So. Gute Momenten. Muss ich kurz gucken. Dürreschäden haben wir hier auch. Na gut. Anfangen. Darf ich 20 km/h fahren, ne? So, der ist da, der ist da. Hat das der? Hier, das ist einer auf der Autohänger. So. So. So, die anderen Düngefahrzeuge hin. Da kalkt man nicht rein, ne? LKW. Na hier. Dann kann der. Ja. Nächsten Feld, ne? Entweder da, wo das Mais ist, oder da, wo der Hopfen ist. Da können wir uns aussuchen, das ist egal. Die 14? Das ist die 14, das ist gut. Dann machen wir gleich die 14, das ist nämlich unser Mais. Hatte mal Justin gesagt, wollte mal kaufen. Lange ist her. Aber ich weiß es. So, noch. So, 30. Zwei Vorgewände. Lass mal Kursweg fahren. Und viel Spaß bei der Arbeit. Der hier keine Pflegebereifung. Der auch nicht. Der geht schon. Dann fahren wir in den Hof. KI-Bauer Raps ist schon, sieht schon reif aus, aber laut Karte war auch nichts reif. Und hier ist der LKW wo stehen. Genau, mit dem Heu. Das Heu haben wir schon eingesammelt. In Ballenform. Wir fahren jetzt den zum Hof und dann lagern wir mal das Gestell hier ein. Den Schwader. Und dann werden wir uns einen Düngerstreuer nehmen und dann noch umrüsten auf Pflegebereifung und dann gleich die nächsten Felder düngen. Also die Hopfenfelder sind dringend notwendig. Ist ja schon Raps, Quatsch, unser nee, Quatsch, Tabak war es gewesen. Da muss man auch noch gedüngt werden, glaube ich. Dass wir dann spätestens zum Herbst die erste Fabrik bauen für unseren eigenen Pflanzenschutz, ne? Können wir den globalen Markt mit eindecken, theoretisch.
Naja, ein Decken ist gut. Eine Fabrik macht nichts aus. Hier, schöner Tabak. Das bauen einige auch in Österreich an Tabak, hat man gesehen. Noch nicht so viele, aber einige. Ob sich das lohnt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Die rauchen immer mehr das künstliche Zeug hier in der Pfeife. Ja, ich meine, wenn das alles hier reinzieht, ne? Ja, kann man nichts zu sagen, ne? Ich muss nicht tun. So. Ja, Milch haben wir auch noch einen Trunk. Da ist das heißt noch kräftig. Naja, kräftig betrieben, aber. Ach, da fahren wir hier so rein. Na, quere, ne? So. Ja, mal gut umrüsten. Packen brauchen wir auch nicht. Ah, na, gut. Gewicht brauchen dafür nicht. So. Schon mal der Pflegebereifung. Dann kann er uns einen Düngersteuerwagen nehmen, da steht einer rum. Die Kleine macht es auch. Den schon gleich auf und holen uns aus dem Lager. Beziehungsweise Produktionsstätte entsprechend den Dünger aus. Dann können wir unsere Hopfen Felder 17, 18 entdüngen. So. Geht aber rein, ne? Immerhin 15.000. Fahren wir jetzt auf Richtung Feld Nummer 17. Da fangen wir da an und gehen ja auf Feld Nummer 18. Könnte man auch irgendwann mal vereinen, die Felder, die Bäume einfach mal wegfällen zum Winter und dann einmal durchflügen. Wie gesagt, man könnte. Und wenn wir gleich noch Heu holen nachher. Sonst wird der Mischfutter beim nächsten Mal knapp, ne? Also morgen die Zeit oder übermorgen müssen wir entsprechend 3, 4 Hänger haben, ne? Kühe werden nicht weniger. Wenn wir gleich entsprechend den unseren LKW holen und dann holen, ne? Also unser schönes Heu. Das ist noch ein Silageball mit bei. Der wird noch nicht ganz fertig sein, aber das macht nichts. Sind schön gewachsen. Wieder mit 3 Tagen ist ein bisschen ungünstig. So, Uhrzeiger sind. Jo. Und dann nicht. Da. Einstellen. Der erste praktisch fertig. Dann können wir direkt einsteigen und damit fahren. Ne? So, liebe Show, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Oh, kahle Stellen, Dürre Schäden. Ja, trocken ist auch hier. Ja, das war's für heute. Ich sage mal schon Dank fürs Reinschauen. Ja, dann mal tschüss und ciao, ciao.
Würde mich natürlich freuen über jeden Like, über jedes Abo natürlich, ne? Immer gerne gesehen. Ist kein Muss, auch keine Pflicht, aber ist halt so üblich halt, ne? Tschüss.